So, hier habe ich selber gerade, ganz ehrlich, ich bin ehrlich zu euch, nicht wirklich Ahnung, was wir machen müssen, aber wir fangen an mit Besuche das MBA Kreativzentrum. Dürfte ja eigentlich ziemlich simpel sein, weil da müssten wir eigentlich nur, warte mal, zack, wir können die schnellste Variante machen, dahin und zack. Dann Kreativmodus und das sollte eigentlich dann doch zählen. Entdecke neue Spiele. Warum schickt ihr mich jetzt hier hin? Die sind hier alle unterwegs. Ich gehe einfach mal rein. Ich denke mal, es müsste eigentlich reichen, wenn man nur einfach in Kreativmodus reingeht. Ich hoffe, das Ganze funktioniert. Und denkt dran, hier zu dem Hintergrund hatte ich euch gerade ein Video hochgeladen. Also er ist richtig nice erstmal und er sagt ein bisschen was aus, was uns noch erwartet. Also, wer das noch nicht gesehen hat, guckt euch das Video einfach mal an. So, und? Müsste die Aufgabe doch eigentlich zählen, oder nicht? Ich glaube, das ist schon die andere Aufgabe. Weil da müssen wir rein für die Aufgabe. Wir probieren es einfach mal. Ansonsten haben wir halt einfach zwei Aufgaben gleichzeitig erledigt. Also ganz verstehe ich es jetzt gerade nicht, weil eigentlich MBA Kreativzentrum, da waren wir ja gerade drin. Also eigentlich sollte es doch zählen. Okay. Ich habe davon noch nichts gesehen. Aber sieht auf jeden Fall nice aus, erstmal soweit. Das ist nur die Frage, ob das hier so reicht. Ah ja, lol. Da regt sich einer ein bisschen auf, deshalb muss ich gerade den Sprachchat ausmachen. Als Ziel ist es doch eigentlich, in so einen Korb reinzufliegen, oder nicht? Wenn man das in dem Trailer so anguckt. Zack. Und dann hier rein. Ja. Wow. Das ist Ziel des Spiels. Ist ja eigentlich voll easy, oder nicht? Gehst hier rüber, zack. Zack, 3 Punkte. Achtung, gleich habe ich die komplette Mission fertig, weil wir müssen doch, glaube ich, 30 Punkte haben, oder? Ich meine ja. Wie viel habe ich jetzt? 7. Zack, jetzt haben wir 10. Oben sind noch. Ach, das sind nur die Dings, das sind Impulsgranaten. Und das soll das Spiel sein, oder was? Eieiei, das ist das Spiel, das ist ja Großmahlzeit. Da haben sie aber spektakulär Werbung gemacht, aber. Weil 3 Punkte ist ja eigentlich das Höchste, oder? Ah, jetzt kann man hier noch irgendwas einsammeln. Aha. Ah, nicht darüber gekommen. Aber wir machen natürlich trotzdem unsere 3 Punkte. Warte mal, genau in die Mitte. Ist hier noch was hier außen? Oh, er schnappt mir gerade alle vor der Nase weg. Lol, tanzt sich selber. 1+ mit Sternchen. Wetten, die Musik ist Copyright? Also, wenn ihr keine Werbung gesehen habt vor dem Video, definitiv Copyright. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Musik hier gerade kein Copyright hat. Hat's funktioniert? Nee. Oder geben die anderen mehr Punkte? Das, ach, hier ist doppelte Punkte. Hä, wieso habe ich jetzt 6 Punkte? Sag mal, ich will hier rüber. Probier jetzt einfach mal da hinten in den gelben rein. Natürlich daneben. Ah, Airball. Für alle, die nicht wissen, was ein Airball ist halt wirklich, wenn du am Korb komplett vorbeiwirfst. Aber das war noch nicht mein Airball. Ach, jetzt verstehe ich es. Es gibt doppelte Punkte, wo die Anzeige ist.
Oder mal ganz ehrlich, wenn du konstant in die 3 Punkte holst, reicht doch vollkommen eigentlich. Wo sind jetzt die doppelten Punkte da außen? Aber wie willst du denn da hinkommen, ey? Das dauert ja 100 Jahre, bis du da dich gebaut hast, in Anführungszeichen. Na gut, 32 Punkte haben wir jetzt. Die Frage ist, wie lang geht denn hier der Blödsinn? Kannst du das hier eine Stunde spielen oder was? Ja, ganz ehrlich, was jetzt? Ah, Niederlage. Okay. Der hat 500 Punkte gemacht. Der hat doch definitiv Stunden hier verbracht, oder? So, mal gucken, ob wir die Aufgaben erledigt haben. Aber rein theoretisch müsste ich alle Aufgaben fertig haben. Immer wird mal gerade normalen Modus. Ja, hat ja gut geklappt, ne? Kann mal irgendeiner bitte in die Kommentare schreiben, warum hier nicht eine Aufgabe gezählt hat? Muss ich das verstehen? Weil ein Basketball-Skin haben wir ja keinen, sonst würde ich ja sagen, vielleicht man muss mit einem Basketball-Skin rein. Also wenn ich da neue Informationen habe, melde ich mich, aber das hier verstehe ich gerade nicht wirklich. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr irgendwie wisst, woran es liegen könnte. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.